This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the third Fretland brother. The one who died in the cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Und damit herzlich willkommen zurück zu Draugen. Ja, wer Draugen ist, haben wir jetzt mittlerweile auch erfahren. Ja, dieses Gespensterwesen, Monster-Dingse. Und ja, hier hat man halt viel an Flüchen und dergleichen geglaubt. Und vielleicht auch diesen Draugen da irgendwie mit in Verbindung gebracht. Keine Ahnung, das wird sich alles noch finden müssen. Und ja, wir sehen hier, ne, bei den Menschen, die da wohl gestorben sind, da steht überall dieses... Oh, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig lesen. Verbanzen, also das scheint wohl verflucht zu bedeuten. Bei denjenigen, die da halt gestorben sind. Okay. Und wie hier schon unsere... Lisbeth, Elisabeth, richtig an. Nee, jetzt kommen wir den Namen durcheinander. Alice. Alice heißt sie. Richtig angemerkt hat, irgendwie so halt, also eine sehr wenige Geburten. Gut, dann schauen wir weiter, was sonst noch hier zu finden ist. Oh mein Gott. Look here. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned the day after Ruth died. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Ward? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half dozen deaths in a single week. The curse. It's listed as the cause for every single death. Maybe there really was a curse. Primitive superstition. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? What does that word say? Next to those names at the bottom. Traitor. Allerdings, meine Güte, nee, ist ja echt schlimm, was da abgelaufen ist in diesem Ort. Ich versuche das gerade mal irgendwie hier zu überblicken. Oben sehen wir den Eintrag von Ruth. Aber ich kann halt die Überschriften oben von der Tabelle nicht lesen. Ich meine, gut, wäre dann eh in Norwegisch. Aber man kann zumindest, könnte man vielleicht so das eine oder andere entziffern oder sich zumindest denken, um was es geht. Ja, auch da mit den Zahlen und so, da weiß ich jetzt nicht wirklich, was das zu bedeuten hat. Beispielsweise hier ist so der 8. Eintrag. 24. Achso, könnten das die Tage und Monate sein? Mal weiter durch. Auf der anderen Seite, da kann man es nicht mehr so richtig sehen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, hier bei Nummer 8 halt einmal der 24.9., der 26.9. und dann nochmal der 26.9., wenn ich das richtig sehe. Inga, Johanne, Andersen oder so. Aber was die Einträge dann letzten Endes bedeuten, kann ich jetzt nicht sagen. Was jetzt davon Geburten sind, was davon Todesfälle sind, keine Ahnung.
Hier bei Ruth ist es dann halt letzten Endes klar, da wissen wir halt, sie ist dann gestorben. Auch hier bei, was, ne, bei dem Jungen. Bei Simon, genau, richtig. Da geht's dann weiter. Ah, okay, okay, okay. Moment mal. Ne, ich kann da jetzt wirklich nicht genau erkennen, was jetzt was bedeuten soll. Nun gut, oh, Entschuldigung, das war mein Mikro. Blättern wir mal um. Edward? What's wrong? The final entry. There's no name. Alice, what if... Oh, Edward, no. Betty. It doesn't mean she's... She's not dead. She can't be. I'd know. I'd know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Okay, wir laufen raus. Where are you going? Don't leave me! Edward! You better not be here, Betty. Dann schauen wir mal. Ich kann da nicht wirklich was erkennen. Where is it? Dafür ist die Schrift zu undeutlich, teilweise zu stark verwittert. Gleiche. Und das? Moment mal, hier ist ein relativ frisches Grab. This one. It's unmarked. What are you doing? Have you gone completely mad? Edward, stop it! Sie aufzuhalten. Gut, wäre ich in seiner Situation auch nicht. Thank God. It's not her. It's not Betty. It's not her. Oh, Edward. What have you done? It's not Elizabeth. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister or like what? That. Or what? Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing her. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just leave me be. Fine. Ich hab's geahnt. Frag mich nicht, warum. Ich hab's geahnt. Sie ist nicht real. Don't leave me alone. Please. Come back. I need you. Sie ist eine sehr komplexe Halluzination, eine sehr komplexe Einbildung, aber sie war nicht real. Das kam mir schon von Anfang an. Nicht von Anfang an, es kam mir immer dann so spanisch vor. Ja, wir sind morgens aufgewacht. Sie war immer schon da. Sie war immer schon wach. Sie war immer schon aktiv. Man gut, hätte also möglich sein können. Man sollte ihn vielleicht wieder eingraben. Nur so, naja, egal. Aber es, ich habe es immer so ein, ich kann es nicht erklären, so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So im Hinterkopf, irgendwas stimmt damit alles nicht. Ich konnte es an nichts
genau festmachen, aber diese Fixierung auf seine Schwester, die er wohl schon seit längerer Zeit sucht, das hat sich ja jetzt so ein bisschen auch herauskristallisiert, ist ja nicht nur jetzt, sondern er scheint sie wohl schon seit seinem halben Leben zu suchen, irgendwie ist auch sehr, sehr weird. Und dass er sich dann halt diese Alice hat herbeifantasiert, die so das ganze Gegenteil von ihm ist. Ne, während er ja so, ja, der stocksteife, miese Petrige ist, ah, da sitzt sie wieder. Ist Alice ja absolut lebenslustig. Now listen to me. No! Oh, das wäre nicht schnell genug. Da unten. Ich hoffe, dass das diesmal nicht wieder verkacke. Na. Hey. Lissy, please listen to me. I didn't mean what I said. I Hey, what's up? Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I thought she was dead. I wish she was! Dumb. You deserve to be alone. Ja, könnte natürlich sein, dass er durch tatsächliche oder innere Einsamkeit sich hat Alice dabei gewünscht. Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. You think you own me? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day. That I'm your puppet, your little plaything. Well, fuck you, Edward Charles Harden. I never should have come here with you on this pointless chase. Now, be reasonable. What are you doing? What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to appreciate us. Now listen to me. Please, listen. Hear me out. Don't do this. You can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no! What? No! Well, Alice, what have you done? Please be all right. Please don't. You make me sick, Edward. Your mother and father would be ashamed. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have, and we love you. We are here. With us, you are never alone. Do not forget. No. Never. My goodness. Never. I never forget. I am never alone. Langsam, ob dieser Ort wirklich existiert oder ob alles nur in seiner Fantasie irgendwie stattfindet. Halt aus seinen Verlusten heraus, die er erlitten hat. Stop hiding. You are right in fearing for her. You cannot hide from us. Where's Lissy?
Alice is not here. Bring her back. Please. I need her. Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. That's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to... to you, Lissy. Oh. Ja, komm auf die Beine. Das Ganze ist, wow. Ja, schlechte Wetter passt zu der Stimmung. Bin mir jetzt im Augenblick gar nichts mehr sicher hier. Also, wie gesagt, ich halte es durchaus für möglich, dass dieser ganze Ort nur in seiner Fantasie existiert. Ein Abbild seines Inneren ist, wenn man so will. Please. Lissy. Listen. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. And what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissy. Do you, though? Did you ever? What? Of course, I... Schwierig, sich mit der jungen Dame zu unterhalten, wenn die ständig verschwindet. Lissy? Lissy? Ich schau mal in der Küche nach. Hear me out. Don't go. Eigentlich, dass sie... naja. Alice, I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, Teddy Bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He was so disappointed about what his only son had turned into. You're a monster. Takes one to know one. Old fruit. Oh, wow. Das wird ja immer heftiger. Also nicht nur, dass die Mutter sich selber umgebracht hat, indem sie sich halt in die Fluten gestürzt hat. Der Vater hat sich ebenfalls selber umgebracht, hat sich erschossen. Alles sehr, sehr heftig. Und na klar, er war damals noch Kind, Jugendlicher. Wahrscheinlich eher Kind, zumindest beim Tod der Mutter. Und gerade Kinder neigen dann dazu, wenn solche Sachen passieren, sich die Schuld dafür zu geben. Und den Vater auf die gleiche Art und Weise verloren. Was mit der Schwester letzten Endes ist, wissen wir ja nicht. Ne, lebt sie noch, lebt sie nicht mehr? Er sucht sie ja auch schon seit ewigen Zeiten. Es ist alles sehr, 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 sehr seltsam. Und klar, dass das Spuren hinterlässt bei jemandem. Ne? Also, wenn man solche Erfahrungen macht, dann sind Verlustängste vorprogrammiert. Ich guck mal, wo wir unsere Begleiterin Lissy, get back here. Finden können. Betty ist ja wieder bei Ruth. Betty! Ja. You were here. Was immer hier auch sein mag.
Ich bin, wie gesagt, ich bin mir mittlerweile nichts mehr sicher. Ja, ist ja gut. Hallo? Wollen wir das Spielchen jetzt weiterspielen? I'm trying to talk to you. Alice, be reasonable. Wieso kann ich das sie nicht fokussieren? Ich komme immer nur auf Lissy. Sie wird zwar angeboten, aber... Lissy, I'm tired of chasing you. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday. Jesus which means Christ, Betty was Teddy. Here. Perhaps when we were out yesterday. Betty, she must have... Betty, 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 Betty. Do you love Betty more than you love us? But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? What? You decide what is real. We are real to you. We'll never be the same. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Sie sind seine Fantasien. Sie sind Geschöpfe, die er erschaffen hat. Bedingt durch die Verluste, die er hat erlitten hat in der realen Welt. Dass Menschen, die er liebte, die er brauchte, einfach ja, sich aus seinem Leben verabschiedet haben auf sehr drastische Art und Weise dann auch noch dazu. Ich meine, die eigenen Eltern zu verlieren als Kind oder als Jugendlicher ist keine leichte Geschichte. Passiert so etwas durch Krankheit oder Unfall, ist es schon schwer zu ertragen, aber durch Selbstmord ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, wie gesagt, erst die Mutter, dann den Vater. Hey, 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 also, She does not want you. Who are you talking Why do you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Like mother. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Like father. Bang, right in the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All into death. Please. Not us. We're always here for you. I beg you. You are never alone. Stop! Leave me alone, both of you! You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. For good. Whoa, 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 whoa. Ja, F drücken, um Lissy zu rufen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das noch funktioniert. Ob oder ob nicht, werden wir herausfinden ab der nächsten Folge. Das war jetzt aber eine Entwicklung der ganzen Geschichte, die ich jetzt so nicht erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, mit Lissy, das kam mir, wie gesagt, ich kann es nicht an irgendwas Konkretes festmachen. Mir kam das da so komisch vor, wenn sie morgens schon da immer aktiv durch die Gegend marschiert ist. Klar, sie kennt kann natürlich früher Aufsteherin sein, alles klar. Ja, aber immer die gleichen Sachen und ja, da war schon irgendwie so komisch. Ja, auf der anderen Seite war oder ist sie ja nun wirklich, also sie wirkt ja nun absolut real. Ne? Sie nimmt ihn in den Arm, tröstet ihn, wenn er müde ist. Ne? Wir waren gerade am Anfang da, wo er sich da hingelegt hat, sah es ja dann so auch wirklich so aus, als wenn er dann in ihrem Schoß liegen würde. Klar, er hat dann da auf diese Couch oder was er da war, gelegen, ganz normal, da irgendwie Kopfkissen, bla bla bla. Und hat sich das dann halt so vorgestellt, logisch, ne? Aber es wirkte alles so real, dass man, so real, dass man wirklich gedacht hat, ja, irgendwie die Person existiert. Ja, sie begleitet ihn halt da auf seiner Reise und auf seine Suche nach der Schwester. Auf der anderen Seite war sie aber auch immer, wenn es um Betty ging, ging sie immer sofort auf 180. Ja, also gut, am Anfang jetzt nicht sofort, aber dann so im Laufe der Zeit wurde diese Abwehrhaltung immer stärker von Alice. Und was auch so ein bisschen eigenartig war, wo ich dachte irgendwie so, auf der einen Seite sind die beiden befreundet oder wie auch immer, hängen da irgendwie zusammen schon seit ewiger Zeiten oder ziemlich langer Zeit schon. Sie muss ja irgendwann mal auch realisieren, wie wichtig halt die Schwester für ihn ist und so. Und selbst wenn sie das vielleicht so nicht empfindet,
einfach so, na gut, er ist halt so fertig, ne, er braucht seine Schwester, dann lassen wir ihn damit in Ruhe und ich helfe ihm halt bei der Suche. Ja. Aber, sehr, 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 sehr strange. Okay, ihr blendet gerade was aus. Ich nutze einfach mal die Chance und sage, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Achso, Tag 5, ja, nee, den werden wir dann in der nächsten Folge erleben. Bis dahin alles, alles Gute und genießt die Zeit. Daddy? Elizabeth? Is that you?